wir los. Wir beginnen mit einem aktiven Stand zum Kopf einstellen, dass du auch so dich von außen nach innen fokussierst. Genau, dass du ins Spüren kommst. Also nimm am Anfang deine Füße zusammen, Fußzehen, Rücken nach außen und die Ferse ebenfalls. Spür schön deine breit aufgefächerten Füße. Spür die Groß- und Kleinsehballen, deine Ferse. Genau, dass du schön stabil auf dem Boden stehst. Deine Knie sind leicht gebeugt, die Kniescheiben ziehen etwas nach außen. Die Hüfte ist gerade aufgerichtet. Dein dreigeteilter Beckenboden zieht sich schön zusammen und nach oben innen. Wunderbar. Die Schultern nehmen sie nochmal ganz bewusst nach hinten unten. Genau, und lass sie da schön fest verankert hinten unten liegen oder hängen. Genau, die Arme sind ganz schwer. Und dein Kinn schiebst noch ein kleines bisschen weiter nach hinten. Genau, dass deine Halswirbelsäule auch gerade aufgerichtet ist. Okay, wir starten mit der Einatmung. Viermal über die Seite. Arme schön weit ausstrecken. Einatmen, neue Energie rein. Alte raus. Einatmen. Ausatmen. Jawohl. Letztes Mal so. Genau, und wir beginnen die Mobilisation mit einem Strecken und Recken. Jawohl, hoch zur Decke. Sehr schön. Zieh dich ganz weit nach oben, dass du ab deiner Hüftregion schon dieses Aufdehnen spürst. Jawohl, und noch zweimal auf jeder Seite. Letztes Mal. Genau. Sehr gut. Wir beginnen mit dem Brustöffnen, ja? Und zwar breiten wir die Arme aus, die Daumen schauen nach hinten, deine Arme sind in Schulterhöhe und wir wippen nach hinten. Mach dich im Brustraum ganz weit. Genau. Bleib aber bitte in deiner Beckenbodenmuskulatur fest, sodass du im unteren Rücken nicht mitwippst, sondern dass der schön fest gehalten wird. Genau. Und jetzt schenk dir eine Umarmung, so auch, dass deine Hände in Richtung deiner Schulterblätter ziehen, genau. Und atme tief in die Schulterblätter ein und aus. Noch einmal so. Und dann spann nochmal deine Arme aus. Genau. Wipp nach hinten, zieh den Beckenboden fest. Jawohl. Und eine letzte Umarmung. Tief einatmen. Und nochmal. Jawohl. Gut. Lass deine Arme hängen. Werde dir deiner Körpermitte und deiner Wirbelsäule ganz bewusst. Zieh dich nach oben. Dein Scheitel zieht zur Decke, sodass deine Wirbelkörper schön sich aufrichten. Und lass deine Arme ganz schwer hängen. Wir pendeln um die eigene Körperachse. Das ist wirklich wunderbar für deine Wirbelsäule, diese kurze Mobilisation. Genau. Ganz ohne Kraft, sondern rein aus dem Schwung. Genau. Und pendel dich langsam in der Mitte ein. Sehr gut. Okay, wir kommen zu deiner Hüfte, kipp sie nach vorne und nach hinten, richtig extrem, zieh dabei den Bauchnabel wieder zur Wirbelsäule, genau, pack deine Beckenbodenmuskulatur, jawohl, und dann geh mal in die Hula-Hoop-Stellung, sehr gut, und in die andere Richtung. Jawohl. Und bleib in deiner Mitte und komm nochmal ins Kippen. So zum Abschluss. Wunderbar. Zum Mobilisieren deiner Beine, lass uns einfach direkt ins Marschieren gehen. Ja? Wunderbar. Beobachte, wie jetzt deine Füße den Boden berühren. Es sind immer die Groß- und Kleinzehballen. Und dann roll bewusst wirklich zur Ferse hinab,
sodass dann dein ganzer Fuß auf den Boden aufkommt. Genau. Deine Knie, zieh sie gerne ein bisschen höher. Jawohl. Genau. Schön marschieren bleiben, deine Arme pendeln hier locker mit, noch ganz ohne Kraft. Sehr gut. Noch 5, 4, 3, 2, letztes Mal so. Und dann bleib auf dem linken Bein stehen, das rechte Bein hebt sich ab und wir kreisen noch ein kleines bisschen dein Fußgelenk in die eine Richtung und in die andere Richtung. Genau. Und Seite wechseln. Jawohl. Richtung wechseln. Prima. Auslockern. Gut, das war's zur Mobilisation. Wenn du magst, trink noch kurz einen Schluck vorher. Wir gehen ins knackige Herz-Kreislauf-Training. Ich verspreche dir, du wirst richtig ins Schwitzen kommen. Und zwar, was habe ich mit dir vor? Wir werden 3 Übungen machen, 3 hintereinander führende Übungen und immer zwischendrin 20 Sekunden Pause. 40 Sekunden Vollgas, 20 Sekunden Pause. Okay? Wichtig ist, dass du schaust, dass dein Beckenboden angespannt ist. Wir gehen jetzt einfach schon ein bisschen intensiver dran. Und genau, ich habe eine Stoppuhr immer mitlaufen. Und das kontrolliert dann einfach, wann die 40 Sekunden rum ist, dass wir die 20 Sekunden ausruhen und dann wieder in die Vollen gehen. Die 3 Übungen, die ich für heute vorgesehen habe, ist einmal Burpees Light. Ja, ich zeige dir kurz, wie es geht. Du kommst, schaust, dass du hinter dir ein bisschen Platz hast. Du kommst in die Hocke. Deine Hände platzierst du rechts und links neben deinen Füßen. Du gehst in Liegestützposition. Ja? Und ziehst wieder den Fuß nach vorne, kommst in die Hocke und richtest dich auf. Ja? Genau das sind die Burpees Light, weil die richtigen Burpees, die werden dann noch mit Sprung, aber das wollen wir eben beckenbodenbedingt nicht machen. Genau. Die zweite Übung ist, dass wir ganz schnell auf der Stelle so ganz kleine Mini-Dippelschritte machen. Dein Becken bleibt fast gerade, ja, deshalb ist es gut für den Beckenboden, aber deine Beine machen eben diese Bewegung ganz, ganz schnell. Ja, genau. 20 Sekunden Pause und zum Schluss Fingerspitzen an den Hinterkopf, Daumen an die Schläfe, diagonaler Crunch, den hatten wir letzte Woche schon. Ja, genau. Das sind die 3 Übungen, wie gesagt, immer zackig hintereinander und es pusht dein Herz-Kreislauf-System. Ich brauche jetzt auch noch einen kurzen Schluck zu trinken und dann legen wir auf die Plätze. Fertig. Und los geht's mit Burpees Light. Und wieder aufstehen. Genau. Achte mal drauf, dass du immer abwechselnd mit dem rechten oder linken Bein nach vorne dich wieder aufrichtest. Ja, dass du es abwechselst. Noch 10 Sekunden. Jawohl. Hopp, ein letzter geht noch. Oh, noch einer. Jawohl, 20 Sekunden kurze Pause. Jetzt kommt der tatsächlich anstrengendste Part. Dieses ganz kleine Dippelschritte. Ja, mach die erstmal langsam und dann steiger dich und werd schneller. Auf die Plätze. Fertig. Und los geht's. Kleine Dippelschritte. Beckenboden fest. Genau. Sehr gut. Auf den Boden. Genau. Und Fußballen. Sehr gut. Du musst noch ein bisschen durchhalten. Wir haben jetzt gleich die Hälfte. Jetzt ist die Hälfte erreicht. Aber mach die Dippelschritte noch. Ja? Jawohl. Sehr gut. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und kurze Pause. Sehr gut, ja? Puh. Kurz ein bisschen verschnaufen. Genau, die
Daumen an die Schläfen, Fingerspitzen an den Hinterkopf. Gleich sind wir soweit und gehen in den diagonalen Crunch. Auf die Plätze, fertig und los. Zieh den Bauchnabel nach innen, wenn der Ellenbogen zum Knie zieht. Atme aus, wenn sich Ellenbogen und Knie begegnen. Jawohl, Hälfte haben wir. Dreh dich schön ein. Rotation im Oberkörper. Auch hier jetzt noch 10 Sekunden. Dann haben wir es. Jawohl. Und kleine Pause. Ja? Alles noch dran? Jetzt wiederholen wir wieder Burpees, Hit-Training, dieses kleine Dibbelschritte und eben die diagonalen Crunches. Okay, hast du Platz? Dann auf die Plätze, fertig und los! Ich habe es. Genau. 5, 4, 3, 2, 1 und Pause. Ja? Genau. 20 Sekunden Pause. Nur mal ganz kurz. Und gleich geht's los. 5, 4, 3, 2, 1, ready! Kleine Dippelschritte. Schau, dass du wieder deinen Beckenboden anspannst. Ja? Lass deine Schultern tief. Jawohl, und die kleinen Dippelschritte. Jawohl. Nicht nachlassen. Halt fest, dran fest. Jawohl. Hälfte Hammer. Wunderbar. Ja, lass deine Kinder mitmachen, das ist ganz toll. Jawohl. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und auslockern. Wunderbar. Mega gut. Okay, ein bisschen auslockern. Dein Herz-Kreislauf-System. Atme tief. Ja, ein und aus. Jawohl. Fingerspitzen an den Hinterkopf, Daumen an die Schläfe und diagonaler Crunch. Genau. Sehr gut für deine seitliche Rumpfmuskulatur. Die wird hier nicht nur aktiviert und noch gleichzeitig gekräftigt. Jawohl. Gleich haben wir es. Und fertig. Jawohl. Dritte Runde. Ja? Gleich sind wir soweit. Noch einmal Burpee Slide. 5, 4, 3, 2, 1 und los geht's. Genau. Immer schön gerade aufrichten, aber aus der Kniebeuge. Ja? Richtig tief und hoch aufstehen. Gleichermaßen noch 3, 2, 1 und kleine Pause. Okay? Letzte.
erstes Mal diese HIIT-Einheit. Ja. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Und gib nochmal alles, okay? Kleine Dippelschritte. Jawohl. Bauchnabel nach innen ziehen. Schulter nach hinten, unten. Jawohl. Gleich haben wir die Hälfte. Sehr gut. Hälfte geschafft. Und weiter geht's. Jawohl. Zähne zeigen. Mundwinkel nach oben. Jawohl. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Und juhu. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Und können wir sowieso besser atmen. Nimm nochmal, schau mal gleich deine Arme nach oben. Daumen an die Schläfe, Fingerspitzen an den Hinterkopf. Und wir beginnen. Auf die Plätze, fertig. Und los. Genau. Sehr gut. Zieh hoch. Zieh hoch. Jawohl. Auch hier nicht nachlassen. Knie noch etwas höher ziehen. Oberkörper noch mehr eindrehen. Genau. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und fertig. Sehr gut. Chaka. Gut gemacht. Richtig gut gemacht. Ja? Ich mache unsere Stoppuhr aus. Ja? Veratme ein kleines bisschen. Und schau, dass du zum Abschluss jetzt der Mobilisation des Herz-Kreislauf-Systems dich einfach nochmal mit mir gemeinsam hinstellst. Gerne nochmal kontrollieren. In diesen aktiven Stand kommst. Knie leicht gebeugt. Kniescheiben ziehen etwas nach außen. Das Becken ist gerade aufgerichtet. Schulter nach hinten, unten. Brustbein so schön nach vorne strahlen lassen. Genau. Und wir atmen nochmal viermal tief ein über die Seite, ja? Oh, der viel Sauerstoff. Genau. Bleib locker in deinen Knien. Schwing da so ein bisschen mit. Genau. Und letztes Mal. Ja, wunderbar. Sehr gut. Prima. Gut, wir haben jetzt unseren Stuhl, den schiebe ich noch ein kleines bisschen weiter rüber und dann beginnen wir mit dem, ja? Okay. Okay. Ja, bist du soweit? Und zwar, wir beginnen quasi mit der Kehrseite zum Stuhl. Schau, dass du hüftbreit aufgestellt bist und jetzt mit dem Popo weit nach hinten, aber nur wirklich so ein kleines bisschen zurück, wirklich nur so das Schnäpperlen, Schnäpperlen, sagen wir bei uns immer in Pelzisch, ja, so die Spitze der Sitzfläche berühren. Nimm die Arme gerne mit, genau, nach hinten, kurz tippen und gleich wieder aufstehen, ja, tief und hoch, Arme gerne zum Mitnehmen, genau, 10 noch, 9, 8, 7, genau, 6, 5, 4, jawohl, 3, 2 und letztes Mal, jawohl, Beine ein bisschen auslockern und dann darfst du dich einmal mit mir setzen, ja? Aber wir wollen uns nicht direkt ausruhen, sondern wir gehen ins richtig nochmal intensivere Oberschenkeltraining. Genau. Und zwar, wir stehen jetzt einbeinig auf. Ja? Das heißt, das linke Bein streckt es einfach mal weg. Nur die rechte Fußsohle berührt den Boden. Okay? Schau, dass du hier nochmal einen guten Stand hast mit deinem Fuß. Groß-Kleinzehenballen, die Zehen schön aufgefächert, die Ferse in den Boden reindrücken. Dann spann dich vorbereitend an.
Zieh den Beckenboden nach innen, Schulter nach hinten unten. Und jetzt steh auf mit einem Bein. Okay? Und setz dich wieder. Du kannst gerne den Arm so ein bisschen als, wie so Sprungschanze, wie beim Fliegen, wieder zu mitnehmen. Genau, kurz absetzen und wieder hoch. Mit wenig Schwung, wirklich bitte. Je weniger Schwung, manchmal wackelt man dann ein bisschen, ist aber gar nicht schlimm. Ja? Umso mehr Kraft kommt aus dem Oberschenkel. Genau. Noch 10. 9. 8. Genau. 7. 6. 5. Und ein letztes Mal. Ui! Jawohl. Gespür den Krafteinsatz, den es einfach braucht, um dein ganzes Körpergewicht nach oben zu heben. Genau, andere Seite. Und beobachte dich da einfach mal. Natürlich, wenn du merkst zwischendurch, oh Gott, ich balanciere mich gar nicht gut aus, dann tipp mit dem anderen Fuß, der eigentlich abgehoben ist, ein kleines bisschen auf den Boden und finde deine Balance wieder. Gar keine Frage. Ja? Genau. Okay, guter Stand mit dem Fuß. Linkes Bein abheben und beobachte dich einfach mal. Wie verhält sich jetzt dein linkes Bein zum rechten Bein? Ist es kraftvoller? Ist es leichter? Ist es schwerer? Nur wahrnehmen. Und aufstehen. Genau. Jawohl. Das ist zum Beispiel eine wunderbare Hausaufgabenübung. Ja, wenn du so eine Challenge mit dir selber machen möchtest, dass du nur diese Übung jeden Tag 2 bis 3 Mal, 15 Mal auf jeder Seite machst. Genau. Jawohl. 7 noch. 6. 5. 4, 3, 2 und letztes Mal. Jawohl, Beine ein bisschen auslockern. Sehr gut. Ich mache wieder gerne alle Übungen hintereinander, um sie dann wieder zu wiederholen im zweiten Durchgang. Deshalb nutzen wir jetzt die Sitzfläche als Unterarmstütz. Ja? Schau, dass du rechts und links schön Platz hast. Weil was wir jetzt machen, ist der Mountain Climber, aber eben in leicht erhöhter Variante. Ja? Der Mountain Climber wird deine seitliche Bauchmuskulatur kräftigen, ja? Indem du das Knie anhebst und gleichzeitig mit dem Oberkörper im Unterarmstütz bleibst. Genau, je höher, desto leichter wird diese Übung. Ja? Und je tiefer, also wenn du das Ganze auf dem Boden machst, in der Plank, ist es natürlich am anstrengendsten. Also komm mit mir in den Unterarmstütz auf dem Stuhl. Schau, dass nur deine Fußballen aufstehen. Nimm nochmal ganz bewusst die Schulter nach hinten, unten. Genau. Und jetzt zieh das Knie zum Ellenbogen. Ja? Oder vor dir. Das ist ganz dir überlassen, entweder vor dir oder ein bisschen zur Seite. Genau, probier das einfach mal für dich aus, was du jetzt gerade lieber machen möchtest. Wichtig ist, dass du bei der Übung die ganze Zeit deinen Bauchnabel nach innen gezogen hast und somit eine aktive, stabile Mitte. Ja? Noch 5. 4, genau, 3, 2, jawohl, letztes Mal, prima, okay, ein bisschen auch den Oberkörper auslockern, ja, sehr gut. Okay, die letzte Übung im Bunde ist speziell
für deine Schulter und deinen Oberarm. Ja? Und zwar die Rückseite deines Oberarms. Warum jetzt die Rückseite, also der Trizep? Und zwar, wenn du dein Kind nach vorne trägst, das trägst du ja immer hier so in diesem Armbereich und Brustbereich, dann ist es so, dass dein Bizeps, der vordere Anteil deines Oberarms, am meisten zu tun bekommt. Genau, der wird also, wenn dein Baby wächst, immer größer, immer stärker. Problem ist, wenn der Bizeps und hier der vordere Brustmuskel zu stark wird, ich zeige dir das von der Seite, dann zieht er sich zusammen. Und dann macht deine Schulter diesen da. Ja? Die kippt leicht nach vorne. Das heißt, wir müssen den hinteren Anteil des Oberarms, wie aber auch der Schulter trainieren, damit wir wieder in die gerade Aufrichtung kommen. Ja? Und deshalb habe ich die Übung gewählt. Genau, ich zeige dir, wie sie geht. Du setzt jetzt deine Handballen auf der Sitzfläche auf und kommst mit dem Unterkörper, mit den Füßen ein bisschen weiter nach vorne angewinkelt. Die Schultern ziehen nach hinten unten, ja, und die Ellenbogen ziehen sich zusammen. Jetzt lass dein Gesäß tief sinken und drück es mit deiner rückwärtigen Armmuskulatur wieder nach oben. Ja, Gesäß tief sinken lassen und wieder hochdrücken. Genau. Sehr gut. Noch 10, 9. Dein Bauchnabel zieht nach innen, ja? Genau, ab. 7, 6, schau, dass die Ellenbogen nicht nach außen klappen, sondern schön nach innen gezogen bleiben. Genau, 5 und 4, jawohl, 3, 2 und ein letztes Mal so. Wunderbar, du kannst dich wieder hinsetzen. Spürst du, wie sich jetzt die Oberarmmuskulatur anstrengen musste? Das ist auch wichtig so, weil dann merkst du einfach, dass jetzt deine Muskulatur was tun darf. Okay, gut, das waren die 4 Übungen. Wir beginnen wieder von vorne. Also, die erste Übung war fast hinsetzen. Ja? Schau, dass du hüftbreit geöffnet stehst, dass du vorbereitend deinen Beckenboden anspannst. Komm tief und hoch. Genau, tief und hoch. Nur kurze Schnäppchen. Ja, den Anfang der Sitzfläche kurz antippen. Jawohl. Weit mit dem Gesäß nach hinten, sodass das Knie nicht über die Zehenspitze geht. Genau. Sehr gut. 5 noch. 4. Jawohl. 3. 2. Und letztes Mal. Jawohl. Wunderbar. Bisschen auslockern die Beine. Ja. Und wir gehen in die nächste Übung. Einbeinig aufstehen. Schau, dass du wieder vorbereitend deine Beckenbodenmuskulatur anspannst. Die Schulter nach hinten unten nehmen. Das linke Bein streckt sich auf. Das rechte Bein ist ein wirkliches Kraftbein jetzt. Und schau, dass du aufstehst und dich wieder hinsetzt. Genau. Zehn. Neun. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Jawohl. Vier. 3, 2 und ein letztes Mal. Jawohl, genau. Und das Ganze noch auf der anderen Seite. Ja, rechtes Bein ausstrecken, linkes Bein ist jetzt ein Kraftbein und komm nach oben. Setz dich tief. Komm nach oben, drück dich schön ab, wenn du dich mal abfedern musst oder abfangen musst, kein Problem. Hilft dir da ein bisschen mit. Aber die Hauptkraft kommt aus dem Oberschenkel. Genau. 10. 9. 8. 7. 6.
Jawohl. 4. Ganz speziell, keine Angst, also die ganze Zeit ist eigentlich auch immer dein Bauch mitgefordert und die Beckenbodenmuskulatur, das bestimmst du immer selber, indem du sie ganz bewusst anspannst. Okay, wir kommen in den Unterarmstütz und verändere vielleicht dieses Mal ein bisschen deine Kniehaltung, also wenn du es vorher nach vorne gezogen hast, ziehst jetzt ein bisschen zur Seite oder umgekehrt. Wechsel dich ab. Unterarmstütz. Schau, dass jetzt dein Popo nicht so weit nach oben zieht, sondern er wirklich gerade bleibt. Schulter nach hinten, unten. Und wir gehen in den Mountain Climber. Jawohl, Bauchnabel zieht nach innen. Sehr gut. 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, letztes Mal. Genau, stell dich wieder auf. Und wir gehen nochmal an die rückwärtige Armmuskulatur. Stell deine Füße hüftbreit auf. Deine Handballen sind auf der Sitzfläche abgestützt. Und schau, dass du jetzt ein bisschen nach vorne kommst, sodass die Waden zum Oberschenkel einen rechten Winkel haben, wenn wir nach unten abtauchen. Genau. Also tief und hoch. Tief. Jawohl. 10, 9, 8, 7, jawohl, 6, 5, 4, 3, jawohl, 2 und letztes Mal. Wunderbar. Arme ein bisschen auslaufen. Okay, von der Zeit her passt es perfekt, dass wir noch eine dritte Runde machen. Seid ihr dabei? Doch, 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 doch. Nicht so, ich hab's gesehen. Ja, doch, machen wir, ja? Dritte Runde. Auf Mädels. Ja, das muss sich schön lohnen, diese Stunde. Also, hüftbreiter Stand, das geht ja ratzfatz rum, ja? Also, Bauchnabel nach innen, Beckenboden fest, grinst dich richtig schön an, ja? Mundwinkel nach oben ziehen und komm in die Kniebeuge. Jawohl. Sehr gut. Noch 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, letztes Mal so. Setz dich hin. Ja? Rechtes Bein in Kraftbein, linkes Bein leicht ausstrecken. Vorbereitend, Bauchnabel nach innen ziehen, Schulter nach hinten unten und richte dich auf. Okay? Das Ganze machen wir jetzt 12 Mal, ja? Also tief, hoch, tief und hoch. Genau. Noch 8, 7, Seite wechseln, Schulter nach hinten, unten, Kraftbein schön satt aufstellen, ja, mit dem Fuß, das freie Bein nach vorne ausstrecken und aufrichten, genau, auch das 12 Mal,
Mal. Sehr gut. Beine ein bisschen auslockern. Gut. In die Plank. Mountain Climber. Okay? Also, Schulter nach hinten, unten. Komm schön in den Unterarmstütz. Schau, dass deine Beine schön gerade nach hinten ausgestreckt sind. Spanne vorbereitend. Deinen Beckenboden an, also zieh richtig ganz bewusst den Bauchnabel zur Wirbelsäule und lass uns die Knie anziehen. Entweder unter deinem Körper oder zum Ellenbogen über die Seite. Genau. Jawohl. Sehr gut. Fünf. Vier. Drei, zwei und letztes Mal aufstellen. Jawohl. Nur noch eine Übung, dann haben wir es geschafft. Dann gehen wir ins Dehnen und dann darf auch unser Schweiß ein bisschen trocknen. Okay? So, Handballen auf die Stuhlkante. Schulter nochmal ganz bewusst nach hinten, unten. Brustbein, Brustraum nach vorne hin. Schön öffnen. Und jetzt komm mit dem Oberkörper ein bisschen nach vorne. Gesäß sinkt tief. Jawohl, lass die Ellenbogen zueinander gezogen. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Jawohl, zwei noch. Und letztes Mal. Juhu, setz dich hin. Hast du ganz toll gemacht. Wir gehen jetzt auch direkt ins Dehnen. Und zwar, es klappt auch auf dem Stuhl. Ja? Wir beginnen den Po und die seitliche Oberschenkelmuskulatur zu dehnen. Und dazu würde ich mal ganz kurz meinen Stuhl etwas herumstellen. Ja? Und zwar kannst du deine Oberschenkelaußenseite und den Po wunderbar dehnen im Sitzen, wenn du die Fußfessel des einen Fußes über den Oberschenkelansatz des anderen Beines drüber legst. Wie du vielleicht auch bei einer Freundin beim Kaffee oder so sitzt. Genau. Aber wir machen das Ganze jetzt tatsächlich sportlich. Die Zehenspitze zieht in Richtung Knie. Dann haben wir eine leichte Schienbeinspannung. Das ist wichtig, damit dein Knie geschützt ist. Ja? Diese Grundspannung braucht es einfach. Setz dich wieder aufs Schnäpperlen. Nicht so weit auf die Sitzfläche, sondern aufs Schnäpperlen. Jetzt nimm den rechten Unterarm auf dein rechtes angewinkeltes Knie und komm im Oberkörper nach vorne gelehnt. Der ganze Oberkörper drückt jetzt auf dein angewinkeltes Knie und es geht jetzt nach unten. Ja, das zieht richtig schön nach unten. Spürst du die Dehnung, die jetzt hier im Po und in der Oberschenkelaußenseite passiert? Gleichzeitig hast du damit eine wunderbare Hüftöffnung. Ja? Genau. Und je tiefer du wirklich jetzt hier mit deinem Oberkörper drüber sinkst, umso intensiver wird die Dehnung. Mein Sohn macht gerade im Esszimmer mit. Wunderbar. Und komm nach oben. Wir wechseln den Fuß, das Bein. Ja? Auch hier schau wieder, dass die Fußfessel über dem Oberschenkelansatz ist. Dass deine Zehenspitzen zum Knie ziehen. Genau. Richte dich gerne wieder vom Oberkörper mal so ganz gerade auf. Wie so eine Marionette, hier am Scheitel nach oben gezogen werden. Und dann lehn dich nach vorne. Der linke Unterarm drückt auf das angewinkelte Knie und komm noch ein bisschen tiefer. Je mehr du dich nach vorne beugst, desto mehr Kraft oder Dehnung bewirkst du an deiner Oberschenkelaußenseite und an deinem Po. Genau. Sehr gut. Und wieder in die Mitte kommen, ein bisschen die Beine auslockern. Wir stellen jetzt die Ferse unten auf den Boden. Ja? Zehenspitze schaut wieder zu dir heran und wir gehen wieder mit dem Oberkörper nach vorne. Okay? Komm so weit nach vorne, wie du kannst. Vielleicht schaffst du es, deine Fußsohle zu umfassen und lehn dich mit dem Oberkörper vor. Wichtig ist wirklich, dass die Zehenspitze zu dir ranziehen und damit dehnst du die Wade und die Kniekehle. Seite wechseln.
Hinterbein bleibt angewinkelt. Genau, Oberkörper lehnt sich nach vorne. Und jetzt schau, wo du deinen Fuß oder dein Bein umfassen kannst. Ja, und komm wieder nach oben. Gut. Okay, wir gehen weiter. Für den Oberkörper, für die Wirbelsäule machen wir eine schöne Drehhaltung, damit gerade die Ansätze rund um deine Wirbelsäule, diese Muskulatur, dass die aufgedehnt wird. Und zwar dazu bleibst du hüftbreit geöffnet sitzen. Deine Beckenbodenmuskulatur ist wieder ein bisschen angespannt. Du legst jetzt, also deine Beine bleiben gerade, ne? Du setzt jetzt die linke Hand auf dein rechtes Knie. Okay? Und jetzt drehst du dich zur Seite und vielleicht hast du einen Stuhl mit so einer Rückenlehne. Ja? Und dann ziehe ich mit dieser Hand, die die Rückenlehne hier so ein bisschen umfasst, noch ein bisschen weiter zur Seite. Ja? So eine richtig schöne diagonale Haltung. Genau. Und bleib in dieser Drehhaltung. 3 tiefe Atemzüge. Schick die Luft nochmal in Richtung deiner Wirbelsäule. Genau, mach dich ganz gerade wieder. Ne? Also dein Scheitelpunkt zieht unentwegt zur Decke. Mach dich vom Oberkörper gerade. Und komm in die Mitte. Und das Ganze machen wir noch zur anderen Seite. Genau. Bleib in dieser Drehhaltung auch wieder. 3 tiefe Atemzüge. Und wieder in den Mittelkopf. Genau. Noch etwas für deine Flanken, ja, und für deine seitliche Bauchmuskulatur. Und zwar gehen wir auch hier jetzt in die diagonale Dehnung. Dazu lass einfach deine rechte Hand auf den Oberschenkel abgelegt. Die linke Hand, die streckt sich aber zur Decke. Du machst dich wieder vom Scheitelpunkt schön lang und schön groß und neigst dich jetzt, wie wenn du hier so eingekästelt wärst, ja. Wirklich, du neigst dich ganz genau zur Seite. Lass den Kopf auch ein kleines bisschen zur Seite fallen. Genau, und atme jetzt tief hier in deine Flanke, in deine seitliche Bauchmuskulatur ein. Und natürlich auch wieder aus. Genau. Und wir wechseln die Richtung, also die Seite. Auch hier wieder den Arm lang nach oben strecken. Die andere freie Hand legt sich ganz locker auf den Oberschenkel ab. Mach dich vom Scheitelpunkt ganz lang und neig dich zur Seite. Jawohl. Bleib auch hier 2, 3 tiefe Atemzüge. Das braucht einfach deine Muskulatur, diese Zeit der Dehnung, um wirklich in die volle Länge wieder zurückzukommen. Und in die Mitte. Genau. Wunderbar. Jetzt im Sitzen noch eine Übung für deinen Nacken. Und dann gehen wir noch für 2 Übungen in den Stand. Okay? Den Nacken, den legen wir jetzt, den schweren Kopf legen wir jetzt zur rechten Seite. Und dein linker Arm streckt sich lang Schulter auf Schulterhöhe aus. Genau. Jetzt schau mal, wenn du diesen ausgestreckten Arm vom Neigungswinkel ein kleines bisschen veränderst, was das mit deiner Nackendehnung macht. Und bleib in einer für dich noch angenehmen maximalen Dehnung. Genau. Und mit der freien Hand, die legst du einfach nur auf deine Schläfe und auf deine Ohrmuschel. Und lass jetzt den Arm einfach nur schwer werden, nichts weiter, nicht dran ziehen. Aber du wirst spüren, dass jetzt deine Nackenmuskulatur noch mehr gedehnt wird. Genau. Und langsam wieder in die Mitte kommen, wir wechseln die Seite. Genau, schau auch, wie der Neigungswinkel eingestellt werden darf von dir, um noch eine wirklich, ja, eine intensive, darf natürlich nicht zu weh tun, aber schon eine gut intensive Dehnung zu spüren. Genau. Und komm wieder in die Mitte. Eine Dehnung habe ich eben gerade noch gemerkt, möchte ich noch mit dir machen. Und zwar betrifft es deine rückwärtige Armmuskulatur, weil wir die eben heute auch durch die Dips, so nennen die sich, ja, die Dips, dieses Rücken runterdrücken, die Dame ist einfach sehr beansprucht
und dann wollen wir sie wieder in die Länge ziehen. Dazu leg deine rechte Hand auf deine rechte Schulter. Genau. Und der Ellenbogen, der schaut jetzt zur Decke. Klappen einfach nach oben weg. Genau. Und jetzt mit der freien Hand nehmen wir den Ellbogen und ziehen ein kleines bisschen so zur Seite und nach unten. Ja? Also zur Seite und nach unten. Genau. Du spürst die Dehnung bestimmt. Ja? Genau. Und die Seite wechseln. Auf die linke Schulter deine Hand. Klapp den Ellenbogen hoch zur Decke, nimm die freie Hand, zieh ihn wieder, ja, in deine Körpermitte und nach unten. Jawohl. Atme natürlich tief und gleichmäßig ein und aus. Genau. Wunderbar, und auslockern. Gerne auch mal so ein bisschen deine Schultern nach hinten, unten kreisen lassen. Okay, die letzten zwei Übungen, einmal eine für den Rücken, eine nochmal für die Oberschenkel, Vorderseite, jetzt einfach im Stehen. Die erste Übung für deine Oberschenkel, Vorderseite. Schau mal, du kannst vielleicht die Dehnung auch im normalen Stand ohne zusätzliche Hilfe einnehmen, aber ansonsten ist einfach der Stuhl, die Stuhllehne dazu da, dich so ein bisschen auszubalancieren. Wir gehen auf das linke Standbein und ziehen jetzt die Fessel deines rechten Fußes nach oben. Bring die Oberschenkel in Einlinie und schieb nochmal die Schulter ganz bewusst nach hinten. Ja, lass den ausgestreckten Arm ja, lang werden. Genau, halte auch hier diese Dehnung, 20, gerne auch 30 Sekunden lang. Und wie gesagt, vielleicht ist es dir auch möglich, die Dehnung ohne zusätzliches Festhalten einzunehmen. Und langsam nach vorne, Fuß abstellen und wir wechseln die Seite. Richte dich gerade wieder auf. Gerne bring ein bisschen Grundspannung in deinen Bauch, in deinen Beckenboden. Halt dich schön fest, genau. Die Ferse zieht wirklich schön hoch in Richtung Po. Genau. Und ein bisschen gerne auch auslockern. Und jetzt geh ein bisschen weiter weg von deiner Stuhllehne. Ja, wenn du eine hast. Wenn nicht, kannst du auch so einen Schrank teilnehmen. Das eignet sich noch vielleicht die Kopfstütze deiner Couch. Ja, Hauptsache du hast eine Erhöhung, ja, die ein bisschen tiefer ist wie jetzt deine eigentliche Körpergröße. Jetzt nimm deine Füße hüftbreit geöffnet, die Knie sind leicht gebeugt und du legst jetzt die Fingerspitzen auf deine Rückenlehne. Jetzt schau, dass du dich mit dem Oberkörper schön gerade nach vorne ausstreckst. Deine Knie sind leicht gebeugt und jetzt lass dich schön intensiv mit deinem Oberkörper zwischen deinen ausgestreckten Armen so durchhängen. Genau. Spür, wie du die Dehnung in deiner Brust, im Brustraum, aber auch vor allem in deiner Schulter erzeugst. Ja? Schulter, Nacken, oberer Rücken. Halte diese Dehnung auch wieder 20, 30 Sekunden. Genau, bleib ganz, ganz leicht angespannt in deiner Beckenbodenmuskulatur. Genau. Und dann bring dein Oberkörpergewicht etwas mehr in Richtung deiner Beine. Halte dich hier mit den Händen auf deinen Oberschenkel gestützt. Und lass uns noch zum Abschluss in die Wirbelsäulen-Laola-Welle kommen. Ich zeige dir das ein bisschen näher. Ja, stütz hier deine Hände ab. Genau, der Popo zieht weit nach hinten. Und du kommst in den Katzenbuckel und schiebst dann dein Gesäß wieder nach hinten weg. Und der Oberkörper richtet sich ganz leicht auf.
so noch 5, 4, jawohl, 3, 2 und letztes Mal, jawohl, sehr schön. Jetzt zum Abschluss lass nochmal uns gemeinsam deine Schultern, gemeinsam die Schultern kreisen. Ja? Und nimm nochmal einen aktiven, ganz bewussten Stand ein. Kontrollier den auch, wenn du dein Baby trägst. Oh, stehe ich wirklich gut? Ja? Weil auch hier die Summe deiner Gewohnheiten bestimmen dein Leben, bestimmen deinen Alltag. Letztendlich ist es, ja, unser Leben besteht aus einzelnen Tagen und jeder einzelne Tag besteht aus Stunden, Minuten. Und deshalb ist tatsächlich auch so eine Kleinigkeit wie eine aktive, gute Haltung immer mal wieder bewusst einzunehmen, weil sie ja, sie trainiert dich, ja. Irgendwann musst du gar nicht mehr drauf achten, du stehst einfach gerade. Und dann hast du diese neue Gewohnheit bei dir zum Automatismus werden lassen, wo du einfach merkst, okay, ich bekomme weniger Verspannungen, mein Rücken ist viel stabiler, vielleicht auch schmerzfreier, ja, oder kleine Wehwehchen im Alter kommen erst gar nicht auf, ja, also wenn du dein Kind trägst, schau immer mal wieder regelmäßig nach, habe ich wirklich meine Hüfte nach vorne gezogen, stehe ich leicht gebeugt in den Knien, ist meine Beckenbodenmuskulatur ein bisschen angespannt, nehme ich die Schultern auch wirklich nach hinten unten, obwohl ich mein Kind nach vorne trage, ja. Genau, schiebe ich mein Kinn ein kleines bisschen weiter nach hinten. Das sind so die Checkpunkte, genau, geh die gerne mal im Kopf durch. Genau, und dann lass uns einatmen über die Seite, tief ein und tief aus. Wenn du vielleicht gerade ein Baby trägst, dann darf das auch einarmig sein. Genau, letztes Mal so. Ja, wunderbar. Oh, schön. Ihr Lieben, ich hoffe, euch hat diese Stunde Mom in Motion Spaß gemacht. Ihr habt etwas positive Hormone euch ausschütten lassen und ihr spürt jetzt auch, wie euer Körper in die 2.0 Version einfach gepusht wird. Ich denke, das Herz-Kreislauf-System, das Herz-Kreislauf-Training hatte es dieses Mal echt in sich. Und auch diese Übungen mit so einem ganz easy peasy, aber ne, ich habe die schon dann so für euch ausgewählt, dass ihr morgen ein bisschen was spürt, ist ja ganz klar, ne? Also von daher geht diese Woche einfach bitte, bitte, bitte nicht an einem Stuhl vorbei, ne? Ohne so eine Übung zu machen. Das würde mich total freuen und letztendlich bringt es einfach für euch etwas und das liegt mir einfach am Herzen. Okay, dann gehen wir gerne nochmal nach vorne und ich bin gespannt, wie für euch das Training war. Ja,